Salesforce. Salesforce bringt morgen nachbörslich Zahlen. Jetzt haben wir das Ganze bei Nvidia schon mal gemacht, haben hier im Vorfeld schon mal drauf geschaut und haben gesagt, naja, wie könnte sich denn das Ganze entwickeln? Heute sind wir hier vorbörslich schon wieder 1% vorne. Ich gehe mal in den US-Chart rein, dass wir uns das mal in der Heimatbörse hier anschauen. So, und da gehen wir jetzt mal auf die letzten 3 Jahre Kursbewegung. So, da sehen wir als allererstes, wir haben nach oben bis zu den Allzeithochs hier in der Salesforce-Aktie noch jede Menge Platz. Salesforce, Klassiker CRM-Systeme, also Customer Relationship Management. Das ist das, was Salesforce hier bietet. Vielleicht nehmen wir uns einmal kurz die Zeit, in das reinzuschauen, was denn das letzte Mal gemeldet worden ist. Das war nämlich, wie ich finde, wirklich ein Turning Point für die Aktien, Turning Point für das Unternehmen. Wir sind hier von vielen Quartalen, in denen der Gewinn geschrumpft ist. Ja, seit Oktober 21 hier bis Juli 22 ist der Gewinn hier kräftig geschrumpft, Jahr über Jahr. Ungefähr 20% Gewinnrückgang. Und jetzt haben wir im letzten Quartal hier, im Januar 23 Quartal hier auf einmal diesen dynamischen Anstieg gesehen. Neue Rekorde im Umsatz, neue Rekorde im Gewinn. Es wird erwartet, dass das Ganze hier positiv weiterläuft. Fürs laufende Jahr 13%, fürs nächste Jahr sogar 23% Steigerung. Man geht also von einer absoluten Dynamisierung des Geschäfts aus. Die Fonds, die springen hier drauf. Ja, die waren auch sehr lange inaktiv, wenn wir uns das hier anschauen. Über eine sehr lange Zeit, 4,170 hier bis 4,140 waren die Fonds inaktiv. Sind am Anfang hier gut eingestiegen, haben dann stagniert, mehr oder weniger. Und jetzt guckt euch das an im letzten Quartal. Da sind hier nochmal richtig dicke Fonds dazugekommen, die hier bei Salesforce zugegriffen haben. Die haben also schon damit gerechnet, dass die Geschäfte besser laufen sollten. Und das haben die letzten Zahlen auch gezeigt. Wir haben hier so ein bisschen aktivistische Investoren, die drin sind, die auch dafür gesorgt haben, dass es hier eine recht ordentliche Kostenersparnis gab. Also man hat hier wirklich versucht, Kosten zu reduzieren. Diese ganzen Programme, die durch die aktivistischen Investoren hier angestoßen worden sind, die sollten so langsam sich dem Ende neigen. Und wenn die sich dem Ende neigen, dann sollten die typischerweise in einer erhöhten Marge sich bemerkbar machen. Ich gehe also eigentlich davon aus, dass die Zahlen, die wir hier bekommen werden, relativ gut sein sollten. Wir können mal gucken, was die Analysten erwarten im Moment. Die Analysten erwarten 1,61 Dollar pro Aktie, also sogar nochmal einen leichten Rückgang vom Vorquartal und 8,17 Milliarden Umsatz, also auch hier einen leichten Rückgang vom Vorquartal. Das bedeutet aber für uns jetzt, wenn Salesforce es schafft, dieses wirklich außerordentlich gute Quartal einfach nur zu halten und wir kommen im Bereich im oberen 1,60er-Bereich im Gewinn und im Bereich 8,3 Milliarden wieder im Umsatz, dann haben wir die Erwartungen deutlich übertroffen. Und wenn wir dann noch eine gute Guidance bekommen, dann könnte sich das Ganze nach oben weiterentwickeln. Klar, das Risiko ist immer, wenn die Guidance verfehlt wird oder wenn die auf der Gewinnseite verfehlt wird momentan, dann kann es ganz böse abwärts gehen. Wenn man aber mal ein bisschen guckt, wie sich das Geschäft von Salesforce in der letzten Zeit entwickelt hat, dann sehe ich die Chancen dafür relativ niedrig, dass wir schlechte Zahlen bekommen. Ich erwarte, dass wir relativ gute Zahlen bekommen. Slack, die Integration von Slack sollte soweit abgeschlossen sein. Das sollte sich in den Umsätzen und in den Gewinnen bemerkbar machen. Und wir haben hier eine ganz große KI-Geschichte, die hier läuft. Das Ganze nennt sich Einstein GPT. Das ist das KI-System von Salesforce. Ich erwarte, dass man im Earnings Call ordentlich darauf rumreiten wird, dass man im Earnings Call den Anlegern ganz klar zu verstehen geben wird, wie groß die KI-Chancen für Salesforce jetzt sind. Denn KI ist im Prinzip genau das, was die Leute im Moment haben wollen. Wir sehen das an allen Ecken und Enden. Alle Aktien, die mit KI und mit den entsprechenden Software-Chips zu tun haben, die gehen durch die Decke. Und dementsprechend denke ich, wenn das clever angestellt wird vom Management, dann könnten wir hier deutliche Bewegungen nach oben sehen mit den Zahlen. Wenn wir uns vielleicht noch mal kurz anschauen, wie die Aktie momentan bewertet ist, dann sehen wir auch, von Seiten der Bewertung ist die nicht zu teuer. Klar, die ist nicht günstig mit einem 30er Kursgewinnverhältnis auf die Forward Earnings, aber im Durchschnitt stand die über die letzten 5 Jahre beim 50er KGV. Ist also auf Forward-Sicht 40% unterbewertet. Und wenn jetzt noch eine Anpassung der Guidance nach oben kommt,
dann könnte das Ganze nochmal einen Schub nach oben bringen. Also gefällt mir wirklich gut. Ich erwarte gute Zahlen. Ich erwarte eine gute Kursbewegung von Salesforce. Und vielleicht sehen wir dann auch schon Kurse über $225. Aber ganz klar, nicht die Risikoseite hier unterschätzen. Das kann genauso gut sein, dass wir eine Enttäuschung kriegen in den Zahlen. Und die dürfte dann bei Salesforce sehr bitter ausfallen. Dann rutschen wir unter die $200-Marke.